Moin zusammen, weiter geht's mit Empire of the Undergrowth und wir sind im neuen Formicarium angekommen. Haben auch die erste Mission schon gut gemeistert, würde ich sagen. Und wenn ich hier jetzt nicht irgendwie. Nee. Ja, mit dem Gelee kann ich. Ups, kann ich leider nichts mehr machen. Ich würde sagen, gar nicht lang warten. Eine ferne Brücke. 4.2. Bevorstehende Überschwemmung können das Ende dieser Feuerameisenkolonie bedeuten. Einheiten, Optionen, Belohnungen, ja, Schwierigkeiten wieder auf Mittel. Allgegenwärtig, schlüpfen kostenlos. 6400 Nahrung. Machen wir. Und mit den Brücken finde ich ganz witzig. Der Sumpf. Selbst wenn Ameisen jetzt weggespült werden, die kommen dann ja gratis nach, ne? This Fire Ant Queen has traveled for miles on her nuptial flight, finally landing atop a sandy mound deep in the swamp. The vantage point might seem like an ideal home, but it may be short-lived. This whole area is liable to flooding, and nearby rainfall is already causing the groundwater to rise. Exhausted and without her wings, the queen is unable to move on alone. But if she can amass enough daughters in time, the colony as a whole may stand a chance. Hey, da kommt wahrscheinlich. Oh, guck mal hier. Da hinten kommt wahrscheinlich der Kiefer mit, wenn ich hier aufmache oder so. Allgegenwärtige Feuerameisen können kostenlos schlüpfen, falls das Ei vor dem Schlüpfen eine kurze Zeit auf dem Feld lag. Vermeide es, Gegner anzugreifen, bis die meisten deiner Felder leuchten, was darauf hinweist, dass Schlüpfen. Ja, okay. Immer schon. So. Die 1 geht jetzt darunter. Gucke mal hier. Da geht's. Ui. Auch einmal gerade runter. Da sind irgendwie große. Da ist ein großer, brauche ich aber mehr Armee für. Ich weiß noch nicht, wo ich mein Butterdepot reinpacken möchte. Wahrscheinlich hier irgendwie aufs Eck oder so. Erstens brauche ich mal mehr Ameisen, mehr Militär. Eigentlich auch. Nahrungslager für Ui. Many nearby creatures have already been washed out of their homes by the rising water. A lucky few have been deposited on the shores east of the nest. As more arrive, tensions will rise. There isn't space here for everyone. Oh. Es kann nur einen geben. Gucken wir doch mal, wie es hier. Oh, das bin ich hier, glaube ich, ne? Oh, stopp. Boah, eine Libelle. Was war Shit. Nahrungslager sind voll. Wieso kann ich nicht raus? A great blue skimmer, Libellula vibrans, hunts overhead. This fantastic aerial predator shouldn't cause any trouble for the ants. That is, unless it decides to land in their way. Okay, sie macht mir also nichts, außer er landet in meinem Weg, aber das ist sein Problem, nicht meins. Den werde ich auch fressen und abbauen wahrscheinlich. Kreaturen sammeln sie am östlichen Ufer und greifen dann in Scharen an, bevor das Wasser steigt. Es könnte schlau sein, proaktiv anzugreifen und Zahlen auszudünnen, bevor sie angreifen. Food is abundant, but as the floodwater begins to rise, the ants will quickly lose access to the lower lands. Ah, da bin ich. Nicht da unten links. Oh, hier, Tanzapfen.
Warte mal, wo bin ich jetzt? Da bin ich. Überall Futter. Geil. Da kommen Arbeiter rein. Da kommt meine Hauptstreitmacht rein. Dann fangen wir schon mal an mit einem Futterdepot auf der Ecke hier hinter. Hier unten noch Essen drin? Nein. Da hinten, da unten ganz hinten, da ist auch noch Essen. Packen wir mal die mit bei. Da wollte ich Futter reinschmeißen. Und hier eine zweite Armee reinbauen. Ne? Okay. Tanzapfen. Libello. Da wird abgebaut. Nahrungsmittellager sind voll. Yep. Ist auch alles alle. Da ist schon alles alle. Jetzt habe ich dann hier direkt im Nest mir. Da Futter, Futter einpacken. Wird marschieren. Ach, schon wieder voll, Mist. Wo hier oben drauf? Da ist alles weg. Da einmal einsammeln. Direkt runter. Kreaturen greifen an. Nein, ab nach Hause. Alle mal nach Hause. False bombardier larvae are burrowing through the earth surrounding the nest. They are already large and will hold their ground against small groups of ants. Ja, das Wasser wird im Laufe des Levels höher steigen. Jeder Anstieg wird über Pontons den Zugang zu zahlreichen Inseln und Gebieten erlauben, die reich an Ressourcen sind. Halte bei jedem Anstieg des Wassers Ausschau nach Gebieten, die jetzt zugänglich sind. The boggy earth at the base of the mound is now saturated, and as night approaches, the water begins to creep closer. The new arrivals will rush to higher ground, heading straight for the nest. There is nowhere else to go. Okay. Wenn wir alles, was jetzt erstmal an Essen kommt, hier in Arbeiter und Armee investieren. The Queen is in imminent danger. What? Boah, was war da denn? Wo kam die denn her? Die einfach durchgerusht hier, oder what? Okay, Wasser steigt. Wir bleiben erstmal hier vorne. Wo ist Nummer 2? Achso, okay, das sind Arbeiter, alles klar. There are intruders in the nest. Kommt die denn jetzt alle her? Okay, 3, 2, 3. Und dorthin, die 2 bleibt bei der Königin in der Nähe. Die 1 geht angreifen. Wo sind meine... Leute, pass auf die Königin auf. Auch down, sehr gut. Noch mehr Futter, Freihaus hier, wie geil. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Zack. Ihr bleibt bei der Queen, ne? Nummer 3 holt sich da Essen. Kurzer Weg in das Futter.
Jetzt mal tot um da oben oder was? Ah, noch mehr Futter. Nein, dort erstmal nicht weiter buddeln. Wir gehen jetzt mal raus. 15, 22 haben wir. The inundation has slowed, and fewer creatures are washing up to the east. The ants have an opportunity to explore for food, but there are other dangers at night. Moist-skinned amphibians have come out to take advantage of this new water world, harvesting lost insects displaced from their burrows. Okay, die Arbeiter gehen da hinten rüber. Ja, Arbeiter. Futter eingesammelt, sehr schick. Hier hinten rein. Dann haben wir es aber auch mit Futter. Nee, da. Eins, Nummer zwei. Nummer zwei muss gleich weiterkämpfen. Oh, Kackwespe. Das alle hier hoch. Nummer 2 kann mal beim Ernten helfen. Hier wird auch eine sehr fette Kammer mit Ameisen reingesetzt. Gut, ganz links haben wir was richtig Großes. Machen wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was und hier geht's gleich weiter. The ants must defend themselves. Na gut. Vielleicht da unten weitermachen. Hier können wir auch einen Durchgang buddeln. Nummer 3 ist auch schon fertig. Geht's gleich weiter. Population is growing. Da geht's gleich durch. Ah, die 3 wollte ich hier reinsetzen. Die 4 ist Blödsinn. Guck mal, die haben mir so eine Wespe zerlegt, ne? Schweinebande. Auch alles tot. Gut. 3. Da kann man nicht durch. Hier müssen wir hin. Die 1. Kommen wir da oben drauf, sag mal. Versuch. Da ist ein Frosch am Spazieren. Da auch. Da auch. Okay, wir bleiben unterirdisch. Oh ja, guck mal hier. The battle has begun. Muss doch da noch aufmachen, Idioten.
Quest. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Schön, von der Rückseite mit ran. Und das war's schon fast. Hätten wir nur noch hier unten. Und da oben ist alles alle. Sehr cool. Die drei bleibt hinten. Die geht gleich nur rein zum Ernten. Das Wassersteigler. Oh Gott. Aber da hinten warten. Bei euch kostet das, wenn ihr sterbt. Gut. 1, 2. Die Seite. Wasser steigt, ne? Da muss ich einmal kurz abwarten. Nahrungslager sind voll. Oh, wie habe ich das denn so schnell gekriegt? Dann verbessern wir jetzt mal. Continued rainfall is about to bring another torrent flushing through the bog, carrying with it a slew of ill-tempered arthropods. The battle has begun. Okay, die 2 bleibt bei der Königin. 3 geht ernten. Die 1 muss oberirdisch langsam mal aktiv werden. Und da Tanzapfen und sowas. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Wat? Shit. Zurück. An ant has found itself entangled on the sticky tentacle of a dwarf sundew. As it tries to struggle free, more tentacles are drawn in, drowning the victim in thick mucilage. Okay, wir warten hier einmal kurz. Müssen uns sammeln. Da oben sind alle verloren. Ah, die blöde Sau, da oben wartet sie. So, wenn wir jetzt erst dahin gehen, kommt sie runter. There is not enough food to feed the new brood. Ja, guck mal, so schnell geht das. Verbessern, Nahrungslager.12 können wir gleichzeitig dran arbeiten. Auch nicht schlecht. Wie sieht's hier aus? Ihr könntet eigentlich mal Arbeiter mitnehmen und euch hier weiterwühlen.
Tipps. There are intruders in the nest. Pew, 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 pew. Ich glaube, die 1 wird gleich durch die 2 abgesetzt, wenn ich hier so weiter baue hier unten. Gut, die 1 geht weiter. Abbauen, ins Nest schleppen. Auch tot. Guck mal, hier vorne sind hier Pflanzen. Ist irgendwie, ich weiß nicht. Da kommt irgendwie gar nichts mehr raus. Will ich hier unten runter oder lass ich es bleiben? Ich glaube, wir machen das einfach. Holen uns hier einfach mal alles. Teil wird jetzt sterben. The ants must defend themselves. Sehr cool. So, ihr könnt da weitermachen. Oh, Scheiße. Auf nach Hause. Ich war's das für meine Kolonie. Kreaturen greifen an. Und zurück zur Queen. Die erste ist aber gleich down. Warte mal. 2 auch hier zurück. Oh, nee. Ran. Attacke. Das Wasser steigt in 60. With nowhere to drain, the floodwater creeps ever nearer to the nest. Already cramped and irritated, a panic ensues, and the refugees scramble for higher ground. Auch down. Sehr cool. Haben wir hier unterirdisch noch irgendwas? The colony is starving. Ja, guck mal da. There's not enough food to feed the new brood. Oh, wer seid ihr denn? Kriegen wir schon down. Der erste fällt. So, als erstes baue ich das Futter aus. Hier. Beschleunigung. Das war die 2, ne? Gut, die 2 tauscht mit der 1. Arbeiter bleiben zu Hause. Die 2 passt hier auf. 3 kann weg und das war's dann mit Essen. Hier unten alles weg. Okay. Und die 1 geht nach oben. Da kann ich nicht hin. Kann auch nicht rüber. Oben rein könnten wir. An ant has fallen victim to a carnivorous plant. Sehr gut. So. Noch ein paar Arbeiter hier reinsetzen, die dann die Nester immer schnell auffüllen.
da auch mal durchgegangen. Gut. Im Prinzip alles schon abgebaut, ne? Soll ich denn zu den Inseln rüberkommen? News of the insect feast has spread across the swamp. Oi. With growing numbers of amphibians patrolling the waters, the Invictus scavenging expedition. Der junge grünliche Wassermolch verfügt über hohe Gesundheit, einen hohen Angriff und giftige Haut, die einen Teil des erlittenen Schadens als Gift zurückreflektiert. Sein Zungenangriff tötet Gegner in einem Gebiet und heilt den Molch selbst. Conditions will need to be well defended. An eastern newt, Notophthalmus viridations, is devouring ants. Growing up to 10 centimeters in length, it dwarfs other creatures on the mound. Its red skin is toxic and serves as a warning to potential predators. Komm, den kriegen wir doch down, a colony oder of little black ants marooned on a smaller section of the mound may be reachable if the fire ants join together to bridge the gap. Wir müssen hier einmal warten. Der nascht einen nach dem anderen weg. Wir müssen an der Masse ran. Jetzt. Jetzt kriegen wir ihn. Na, was bringt dann nur 50? Hätte ich mehr erwartet. Oh, hier kommen, lande. Dann hole ich mir die Libelle. Was kommt da? Achso, es ist die Libelle. Da kommt noch so einer. Einmal nach Hause sammeln. Den Käfer hier noch mitnehmen. Guck mal, da laufen sie auch rein und sterben. Und oben soll sie landen. Setz dich ab. Schade. Gut, dann holen wir uns die Molch hier. Oh, Molchi. Da kommt er. Und Angriff. The ants must fight. Kommt ja alles Credits nach, ne? Da komme ich nicht rein. Gut, dann holen wir uns das da. Kann ich hier eigentlich noch rüber? Oh, Tatsache, ich würde hier tatsächlich rüberkommen, aber wir warten hier erstmal. An ant has fallen victim to a carnivorous plant. Ja. Da unten komme ich gar nicht mehr hin. Auch doof. Da kommen wir auch nicht ran. Weil hier alles doof, wenn das überspült ist, ne? Da oben komme ich auch nicht mehr rüber. Da komme ich nicht mehr rüber. Keiner auf 12 hier? Schade. Aber bald. Okay, kommt noch ein Wolf. Ja, Angriff. The battle has begun. Oh, nee, andersrum. Da ist noch ein Tannenzapfen. Top 2 bleibt zu Hause.
Ob 3 mit den 23 Arbeitern geht hier nochmal so kleine Reste sammeln. Das da vor allem. Und einer ist schon dran, ne? Sehr gut. Dann rein in die Trichterblume da. Was machen die da? Ach, die klettern hier so komisch. Oh! The ants must fight. Down. Unaufhaltsam hier. Alles am Leuchten. Da auch fast überall alles am Leuchten. Ja, hier sterben vereinzelt auch noch ein paar. Das ist aber nicht weiter tragisch. Die werden bald überspült hier, ne? Komme ich da rüber? Tatsache, okay. Ne, wir bleiben erstmal da. Gut zu wissen, dass ich da an den Tanzzapfen rankomme. Was macht ihr da? Kleben die da irgendwo fest oder? Wasser steigt. Alle weg. Hi, geht nach Hause. Ihr müsst vom Ufer weg. Ach, die haben die Brücke gebaut, deswegen. Oh oh, das wird knapp. Ist auf höheres Terrain. Okay, die Brücke nimmt's, baut sich ab. Wenn die jetzt überspült werden, dann ja, kommen sie alle gratis wieder. Und? Oh, jo, oha. Und komm aber direkt raus. Schwein gehabt aber, dass ich auch noch so einen ganzen Satz mitbekommen habe. So, dann komme ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, komme ich nicht mehr rüber. Auch zu dem Tanzapfen, der da war, ist überspült. Hier oben rauf komme ich nicht mehr. Da will ich allerdings rüberkommen. As the water draws ever nearer, more insects begin to wash up on the bank. The Invicta colony must maintain control or risk being overrun. The ants must defend themselves. Werden wir unterirdisch gleich überrannt oder oben? War das nämlich nur ein Frosch? Die sind in der nächsten Runde weg wahrscheinlich. Ob ich denn jetzt noch Futter, wo ich rankomme? There are intruders in the nest. Gut. Das kriegen wir hin. Da kommen wir rüber. Einmal schnell hin, einmal schnell abbauen und wieder zurück. Froschi ist kaputt. Verstärkung für die Front. Da ist überall kein Essen. Da, stopp, 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 stopp. Erstmal, haben wir schon abgebaut. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Zum Glück frisst er nicht die Larven. Und weg ist sie. Die Larven weg, die hier unterwegs liegen. Da könnt ihr einmal kurz rein. Ach, egal. Geht dahin. Das kann ich auch später holen. Gut, zurück zur Queen.
Ja, mit den Brücken ist echt cool. Wie schnell das hier abgeerntet wird. Wahnsinn. Komme ich da hinten eigentlich? An ant has fallen victim to a carnivorous plant. Wer bist du denn da? Okay, da ist schon wieder alle, ja? Sehr gut. Oh, Mist. Gut, da noch was abholen. 459 und dann gucken wir mal, dass wir hier hinten irgendwie, aber das ist zu weit, glaube ich. Oh hier, die kleine Opi könnte noch mitnehmen. Weg. Ja, ich komme hier einmal runter. Einsammeln und wieder hoch. Überrennen einfach, ne? Rennen einfach durch. Interessiert überhaupt keinen mehr. So, da sind wir dann auch fertig. Dann gehen wir hier nochmal runter. Da kommen wir dann nächste Runde ran, glaube ich. Spritz, spritz, spritz. Wir Touren greifen an in 25. Ja, ich greife jetzt schon an. So, schnappt sich meiner die Larve da, der Käfer ist gegessen. Also 12. So, den einen holen wir noch und dann gehen wir erstmal nach Hause, zu Hause unterstützen. Zack, tot, einpacken, ab nach Hause. Again, the floodwaters rise. The washed-up invertebrates panic, and a stampede ensues. The Invicta soldiers must form ranks quickly. So steigt in 30. Guck mal, nächste Runde können wir uns dann den Tanzapfen holen hier. Streifen ein bisschen ausbauen. Tschüssi. So, also was? Mal zwei. Da kommen wir rüber. Gehen wir mal mit der 2 marschieren und die 1 passt zu Hause auf. Obwohl, das sind zu wenig, ne? Egal. Ist ja auch nicht so viel Futter, was sie da jetzt holen müssen. Da kommen die nicht drauf, ne? Okay. Erste Brücke.
zweite Brücke und dann geht euch die Puste aus, glaube ich. Ja, guck mal, dann geht euch die Puste aus. Dann kommt ihr gar nicht rüber, weil ihr zu wenig seid. Kommt die 2 nach Hause. Die 1 geht hier rüber. Schade. Drei kann ich hier mal einsammeln. Jo, da kommt sie. War ja instant, ne? Die kleineren, ein Angriff und tot sind die. An ant has fallen victim to a carnivorous plant. Hat überlegt, ich hätte den eigentlich. Oh, Scheiße. Wenn er mir jetzt von hinten die Brücke wegfrisst, das ist. The Monomorium Black Ant Colony is soon to be flooded. This is the Fire Ant's last chance to raid their nest. Ja, haha. Die letzte Chance, deren Nest anzugreifen. Meine Armee wird hier gerade aufgerieben. Der lascht hier ganz entspannt einen nach dem anderen weg. Bloß nicht übermütig werden. Ne? Ne, den haben wir. Lohnt sich das da rüber? Ich weiß es nicht. Ab nach Hause. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ja, der Zungenangriff des Laubfroschs verschlingt eine Ameise und aktiviert eine Heilung mit der Zeit. Deren Dauer steigt, je mehr Ameisen er frisst. Gelegentlich hüpft er ein Stück weg, was ihm zum Heilen Zeit zum Heilen gibt, bevor er mit neuem Hunger wieder erscheint. Wenn niedrige Gesundheit würde versuchen zu fliehen. Pinewood's Tree Frog, Healer Femoralis, has wandered into the trail. This one has taken a break from mate calling for a quick meal. And it seems that ants are on the menu. Der ist auf meinem Menü nicht umgedreht. Ja genau, wasch dir das Gesicht, gleich bist du weg. So, zack. Dann da. Da. Das wäre die letzte Chance gewesen, die unten zu überfallen, aber es lohnt sich nicht, glaube ich. Die blaue Großlibelle stürzt sich in die Schlacht, wobei sie Gegner betäubt und zurückstoßt. Sie verfügt über hohe Gesundheit und kann sehr hohen Flächenschaden zufügen. Bei niedriger Gesundheit wird sie sich entfernen und versuchen zu fliehen. Erledige sie schnell, wenn du sie töten willst. As if the colony didn't already have enough to deal with, the Great Blue Skimmer has chosen this moment to touch down right outside the nest. Unchecked, this Titan of the Sky will no doubt disrupt colony activities. But if the soldiers are able to bring her down, the rewards could be mighty. Okay, wenn wir schaffen, die zu töten, kriegen wir eine sehr große Belohnung. Genau, zerkaut ihr die Flügel, dann kann sie nicht wegfliegen. After a sustained assault from the fire ants, the skimmer's stamina is beginning to wane. She leaps away from battle and prepares to take off. If the ants want to prevent her escape, they'll need to act quickly. Ja, holt euch den Salamander. Her wings weighted down with fire ants. The skimmer no longer has the strength to take off. Ach, ist geil, sie hat nicht mehr die Kraft abzuheben und wegzufliegen.
Dann haben wir sie gleich. Ich bin gespannt, wie viel Futter. Boah, Alter. Wie viel Futter dabei rauskommt. Crippled by relentless stings, the great skimmer's attempts to flee became ever more futile. Finally collapsing atop the mound, she succumbs to the fire ants. Dismemberment will follow. Haben wir schon gleich abgebaut hier. Wo waren es noch ein paar Frösche hier unten? Down. Wollt ihr euch den letzten? Dann steigt gleich nochmal das Wasser und dann können wir uns hier die Tanzzapfen nochmal holen. Auch schon down. Nee, nicht dahin. Wasser steigt gleich, ne? Bleibt mal hier hinten. Bleiben wir schön im Nesten hier jetzt. Das Wasser steigt. Okay, Trupp 2 nach Hause zur Königin. Trupp 1. Sich gleich den Tanzapfen jetzt erstes holen. So, und das war's dann mit der Kolonie. Die saugen jetzt ab. Wasser steigt. Und Tanzapfen-Time. Brücke gebaut. Guck mal, wer da angespült wird. The pond continues to swell, finally drowning the Monomorium colony. The fire ants watch as it sinks into the murky depths, foreshadowing their own demise. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss zusehen, dass ich hier fertig werde, ne? Sonst laufe ich wahrscheinlich auch ab und habe das Spiel dann verloren. The battle has begun. Ach, was für ein Battle. Die Metzel meinst du? Oh, guck mal, da kommt noch so einer angeflogen. Gespült. Hey, hallo, und nicht vorbeijoggen. Kommst auf den Speiseteller. Da kommt die Horde. So, Spinne down. Harte down. Würmchen down. Pusteblume down. Komische flügellose Wespe down. Ja genau, tu mir den Gefallen. Springt tatsächlich in den Tod. Cool. So, das ist auch bald abgebaut. 1 von 2. Ja, da habe ich echt viel Zeit verschwendet, ne? Oder? Der ist gleich abgebaut. Und ich muss gucken, dass ich meine Population voll kriege. Machen wir hier einfach mal noch mehr draus.
Kostet dann nur 40 statt mehr. Alles abgebaut. Okay, kommt nach Hause. Da könnt ihr noch mal ran. Da könnt ihr noch mal ran. Nummer 3 kann hier runter. Wir sammeln die Ameisen an der Spitze des Hügels. Ja, alle, ne? Hoch da. Oder ne, hier. Die 7 kleinen, die bleiben zu Hause. Gleich ist das Spiel zu Ende. Rutsch mal auf da, Platz ist gleich alle. Okay, geschafft. By joining their bodies together to form a giant raft, the fire ants were able to ferry the queen from the mound just as the nest filled with water. Their perils are not over, but they've shown great resilience and an ability to survive in this harsh environment. Wherever they land, the creatures of the swamp will quickly come to know the might of the fire ants. Cool. Als wären sie weggeschwemmt und die Königin kann ihr Volk als Floß benutzen. Das ist cool. Siebentausend Nahrung. Geil. Ab zurück. Eat hearty. Grow strong. The work will continue soon. Hello? Shh. Oh, it's you. Is something wrong? No. So, schon down. Da ist noch ein Würmchen. Auch down. Habe ich ja Mörser oder was? Ah ja, stimmt. Mörser hatte ich genommen. So, gleich ist das Futter schon wieder voll, ne? Die hatte ich fast alle ausgebaut. Immer noch auf mehr Feuerameisen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 14, 15, 16, 17, 20. So. Wo sind meine Arbeiter? Da. Kommen auch noch ein paar Arbeiter rein.
Was macht der Futterbestand hier? Nahrungslager vor, ja, ich bin doch dran. Ich brauche erstmal mehr Arbeiter, dass die hier beim Bauen und Schlüpfen und Wachsen unterstützen. Ausgebaut. Okay, so. Ich möchte alles irgendwie auf Maximum-Level haben. Nahrungslager schon wieder voll. Weil hier hinten mal die teuren ausbauen. Und Fernkämpfer ausbauen. Blubblub. Und das war's auch schon fast wieder mit Futter, ne? Ach, die letzten Futterreste kommen jetzt rein und dann sind wir hier durch. Ich versuche einfach mal die Herausforderung. Eine unvorbereitete Kolonie wird das nächste Experiment nicht überstehen. Sorge dafür, dass du über ausreichend Ressourcen verfügst. Ja, wir versuchen es mal auf leicht. Ich habe ja wirklich kaum Ressourcen. They're about to start the Glaber Trials at Site B. Are you coming? Oh, no. Mole rats, not really my area of interest. Besides, this report won't write itself. Nose to the grindstone, shoulder to the wheel. Busy, busy, busy. Right, well, I'll be back in an hour then. No need to rush. I have everything quite in hand. Mm-hmm.
Unfortunately, we're still waiting on apparatus critical to the final experiment. But fate has presented us an opportunity, and this we must take. There's plenty to get started with for now. We'll need specimens, transposition canisters, towels, scalpels, glycerol, my trusty curette, and of course, jelly. Okay, und jetzt? So, my enduring raptors, we've witnessed your proficiency for resisting natural predators, but what about the unnatural? After all, our work with the counterparts barely scratched the surface. Even on incompatible subjects, the effects of the jelly are remarkable. It may not look very pretty, nor indeed live longer than a day, but for our purposes, it's perfect. May I present to you my most armored hybrid, the Hermit Scorpion. Siedlerskorp, ach du. Angriff. Trupp 1, wenn der komplett vernichtet wird, den kriege ich gratis nach. Ich hoffe ja nicht, dass der like water on rock, unterirdisch reinkommt. Crash against the hybrid. How many will fall? Perhaps them all. Guck mal. Oh. The Eruptors attack the shell! Do they not know what lies within? Ja, Randa. Yes! The stinger opens and it's functional! Go, my furious hybrids! Ameisen sind auf dem Panzer des Einsiedlerskorpions. Achso, Ameisen, die auf den Panzer des Einsiedlerskorpions klettern und ihn angreifen, werden ihn schwächen, dazu bringen, seinen Stachel früh einzusetzen. Du solltest erst deine Gesundheit verringern, bevor du das Klettern von Kreaturen aktivierst. Ach Quatsch, rauf da! Und die kommen jetzt hier alle nach. Die ganzen Arbeiter lassen die auch direkt nachschlüpfen, ne? Und das schaffen wir tatsächlich. Hatte ich gerade auf leicht oder auf mittel? Ich glaube auf leicht, ne? Toll. Sieht doch geil aus hier. Plop, 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 plop. Die Arbeiter füllen nach. Das war ganz gut, dass ich, glaube ich, gerade noch mehr Arbeiter gebaut habe. Hermit Scorpion. Mit 7 hätte es nicht hingehauen. No matter. Every stimulation spurs the permutations. Perhaps a more elaborate test to follow. Something to provoke a creative response. Now, do we want raptorial forelegs or pedipalps? Forelegs or pedipalps? Ah, silly me. We want both, of course. No, don't do that. That's your sister. No, no, no. Right, we're keeping you two apart. Die Zwillinge. Ach du Güte, wer bist du denn? Oh, what's the matter, my Eruptors? Is the Whiff Mantis being nasty? Solange der zweite jetzt nicht auch schon rankommt, könnte ich eine Chance haben. Denn diese beiden Hybriden müssen getrennt bleiben, sonst kämpfen sie gegeneinander. Nutze. Ah. Stopp. Alle mal zurück. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Drei zurück. Die eins hier rüber. Sonst kämpfen sie gegen einen, aber die sind gleich schon down, ne? Ja, schade. Ich Idiot. Only one remains. Kill it. Ja, hätte ich das mal früher gelesen, dann hätte ich da richtig aufeinander gehetzt.
So, einfach alles rauf. Mal gucken, ob das hinhaut. Get on with it. Get on with it. Ja, und sogar die Großen klettern drauf. Aber der nascht hier alle weg, ne? Okay, jetzt müssen wir einmal kurz zu Hause warten. Cool. Hauen ihn kaputt obendrauf, ne? Man muss einmal warten, bis sie die Eier nachgeschlüpft sind und dann geht's wieder raus. Zu viele tot gerade. Königliche Wächter wurden gerufen. Ha! Doing? You've barely scratched the beast. Weil er am Becken gerüttelt hat, ist jetzt meine komplette Armee wieder auferstanden. Was für ein Idiot, ey. Jetzt kriege ich das hier doch gelöst. Ungeduldiger Wissenschaftler. Okay, aber ein zweites Mal kann ich es nicht machen. Aber ich glaube, das schaffe ich doch nicht. Könnte knapp werden. Miserable, incompetent, useless. Ah, was? Ja, komm, wenn er schummelt, ne? Now look what you've made me do. Weeks of progress ruined. Suppose we can always start again with a more potent queen. Ja, dann muss ich jetzt nochmal wieder ein paar andere Level spielen, um Nahrung ranzukriegen. Niederlage. Ja, hätte er mal nicht am Becken gerüttelt. Neuladen. Ja, schade. Okay, okay, hast nicht genug Nahrung, ne? Gut, dann mache ich hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.